Uiuiui, Raikönner, das ist schon ziemlich gefährlich. Eieieiei, das ist aber hier auch schon wieder ziemlich gefährlich. Da hat sich einer die Nase abgefahren. Das war Perez. Da hat sich einer die Nase abgefahren. Aber das war jetzt aber auch selber schuld. Ja, Kevin Magnussen jetzt vor mir. Eieiei, hier fliegen überall Teile rum. Also bis jetzt ist der Benzinverbrauch ganz okay. Ich glaube aber wirklich, dass ich gleich in der 12. Runde dann reinkomme. Weil mit den weichen Reifen bin ich dann auch nochmal schneller. Dann setze ich jetzt nämlich das Benzin wieder auf Standard und mache dann nachher nochmal fett. Aktuell gibt er mir Position 17 an nach Stopp. Und jetzt die Weichen drauf. Hoffentlich geht der Stopp jetzt ein bisschen schneller wie der von vorhin. Mein Teamkollege war auch gerade vor mir drin. Uiuiui. Es hat ziemlich lange gedauert. Den kriegen wir doch, oder? Das wäre doch jetzt gelacht, wenn nicht. Oh Mann, ich will dem auch nicht reinfahren. Rad an Radkampf hier.
Vettel schnellst damit 1,20. So, vor mir Jit Bianchi. Eieieiei. Die Frage ist halt, ob noch irgendwer stoppt oder so. Also Jits Bianchi müssten wir da eigentlich kriegen, oder? Reifen sind auf Temperatur. Das wäre eigentlich jetzt machbar. Wäre schon gut, wenn wir auf jeden Fall die beiden hier vor mir noch überholen könnten. Vielleicht hätte ich den Stopp doch lieber lassen sollen. Jetzt so im Nachhinein. Jetzt aber komm. Vorletzte Runde hier auch schon. Und jetzt die letzte Runde. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Lewis Hamilton jetzt im Ziel als Sieger.
Die Spritwarnlampe ist auch schon angegangen. Wenn ich jetzt auch noch rausgeflogen wäre. Naja. Eher enttäuschendes Ergebnis. Ja. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Fahrerwertung, WM-Wertung, 5. Platz. Aktuell. Tja. Was will man machen, ne? Müssen wir beim nächsten Rennen gucken, ob wir besser punkten können. Tja, Enttäuschung ist natürlich groß, weil ich glaube, der eine Stop hat es dann vermasselt. Ich glaube, da wäre ich mit dem Einstopp besser durchgekommen. Ich hatte halt gedacht, dass ich danach dann noch besser aufholen kann. 6. Rang jetzt. Und ja, die E-Mails gucken wir uns auch noch gerade an. Ne, das wollten wir eigentlich nicht. Naja, okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Formel 1 wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss.